Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Mit der Macht der Fantasie. Ich gehe weiter um. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Joa, also, wieder hoch, oder was? Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey da durch und können uns die Nachbarn angucken und alles ist normal und gut bürgerlich und ja, viel Spaß beim Erkunden. Danke. Danke, Poki. Wir lächeln das Haus. So, gibt's hier noch irgendwas, was wir nehmen können, wo wir Edna mithelfen können? Audiokommentar haben wir jetzt genug gehört. Tja, Nachbarn. Vielleicht gibt's da was zu erzählen. Regentonne hatten wir schon. Hintertür. Tja, ich sehe es nicht. Okay, die Nachbarn, vielleicht bringt das. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Okay, ja, dafür sind wir eigentlich hier. Benutzen. Autsch, heiß. Können wir nicht? Ich hier mal ansehen. Der gute alte Ofen. Vielleicht können wir da irgendwie, können wir nicht? Na komm, Harvey. Nicht benutzen. Das kann nur Edna. Autsch, nimm den Ofen. Heiß. Er würde ja doch nicht antworten. Warum können wir den Ofen nicht benutzen? Mit Hake vielleicht? Nein, die Hake ist doch noch gut. Holz. Ich will die Spinnen nicht stören. Oh, okay. Ich will die Spinnen nicht stören. Tja. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Ja, klar. Das gefällt mir. Das klappt so nicht. Nehmen. Das klappt so nicht. Doch, das klappt. Das müssen wir bloß hier ein bisschen... Wir müssen halt... Da kommt nichts mehr raus. Okay, ein bisschen Marmelade essen. Was? Marmelade ist doch lecker. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Nicht. Aber ein bisschen Farbe. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Gut. Den Karton vielleicht? Hier. Ja, dann will ich auch nicht mehr. Die wollten sie nicht. Dann will ich sie auch nicht. Harvey nehmen. Ja. Nicht ohne seine Erlaubnis. Stimmt auch wieder. Den habe ich jetzt Kuscheltier. Den habe ich wirklich. Ich habe den. Wenn ich jetzt Facecam hätte, könnte ich euch was. Könnte ich den euch mal zeigen. Ich habe den hier auf meiner Couch zu liegen, den Harvey. Ja. Nicestes Weihnachtsgeschenk ever. Jetzt habe ich mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ein echtes Daddelig Harvey Kuscheltier sitzt dort drüben auf meiner Couch.
dem Ofen. Ja, das wird jetzt hier nicht gehen. Autsch! Ist nur heiß. Heiß! Tja. Autsch! Heiß! Können wir den nicht ansehen? Der gute alte Ofen. Mit der Ofentür oder so können wir da nicht. Es ist, muss doch hier irgendwie Ofen. Aber hier Ofen. Können wir hier bestimmt irgendwas in der Ofentür machen? Nein, gar nicht. Der gute alte Ofen. Warte, ich hole mir mal kurz den Harvey. Da habe ich ihn. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich habe ihn hier. Ja, da kann er sich mal hier hinsetzen. Jetzt gucken. Ja, vielleicht hilft er mir hier beim Probleme finden. Habe hier ein Kuscheltier Harvey. Yay. Vielleicht kann ich ihn dann im Schnitt einfügen, falls ich, dann, ich das dann in Parts aufteile. Lässt sich das bestimmt im Schnitt ganz gut machen, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich ist es aber so, dass ich das dann einfach. Dass ich das dann einfach so in Parts schneide und dann nicht viel rumschnipple, nicht viel einfüge. Aber gut, das ist. Ihr wisst ja, wie er aussieht. Joa. Da hoch nochmal. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen einer Harke und einem Schlüssel. Da hast du recht. Tja. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Da ist natürlich klar, dass hier... Ja, das ist unsere alte Küche. So ein bisschen Blind Let's Play. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph auszuprobieren. Ist natürlich auch klar, andersrum gesagt, ist auch klar, dass man nicht alles sofort hinkriegt. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Oh, tut mir schon ein bisschen leid. Können wir nicht, wenn wir hier durchgucken. Auf der anderen Seite was. Puh. Ja, vielleicht wie muss... Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich... Wollt das? Ich frag mich, wie wir hier rauskommen. Und die müssen wir doch hier... Wie geht es dir, Edna? Nein. Wolltest du das? Hier oben. Edna... Hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, vielleicht finden wir doch irgendwie einen Weg hinein. Hintertür. Die führt zurück ins Haus. Ja. Wie sollte ich da reinkommen? Das ist das Rätsel, das große Rätsel. Zeitung. Mattes. Alfred. Tja. Habe ich jetzt hier wirklich keinen Plan mehr. Edna können wir hier nicht hochholen, oder? Ich komme da nicht durch. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Absolut gar nicht. Benutzen. Ich komme nicht an. Bartkatz, Bartkatz, Bartkatz. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Ich komme nicht dran. Ja, heute wenn du nicht rankommst. Ein schöner Tag zu sein. Ofen. Feuerholz. Prinzipiell könnte man doch nehmen. Ich will die Spinnen nicht stören. Die Spinnen. Tja, die Spinnen doch, die Spinnen. Gut. Tja. Harvey, hast du eine Idee?
was wir mit dem Ofen machen können. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Hilft uns auch nicht weiter. Ein Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Das wäre schon nicht schlecht. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Vielleicht können wir ja hier mal, das ist das, ja. Edna? Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Die rostigen Nägel hier, Glas. Nein, die sind zu rein gar nichts Was, mehr zu ja, gebrauchen. Ja komm, das ist doch nicht, ja komm. Bestimmt. Die sind zu rein gar nichts mehr zu Kannst gebrauchen. Mir doch nicht erzählen. Na komm, hier mit den Nägeln kannst doch... Das ist doch bestimmt die Nägel. Ein Glas mit rostigen Nägeln? Ja. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Nimm. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ach, weh. Mit der Hake vielleicht können wir... Nutze Hake mit... Die können ruhig da oben bleiben. Dann ja... Da würde auch Haken keine Ordnung reinbringen. Ja, langsam verzweifle ich auch echt. Nein, die Hake ist doch noch gut. Ja, zum Nägel runterholen oder was? Was soll hier... Das, da was? Muss nicht gehakt werden. Tja, Harvey kann das Glas hier nehmen, aber das bringt ja nicht viel. Nägel und Ofen kombinieren. Tja. Erinnerst du dich? Ach ja. Vielleicht helfen uns. Wie denn? Ja. Die Marmelade kenne ich wirklich nicht. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Wir können aber jetzt Edna. Wir können jetzt Edna wirklich nichts nehmen. Ist ja irgendwie. Nehmen. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Tja. Ohne die Nägel sehe ich hier schwarz. Schrauben. Vielleicht. Ja. Ist ja gut. Geht's raus. Naja. Schrauben. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Ja, ich... Das geht sofort los. Ja, ich... Schrauben. Vielleicht du, Edna. Schrauben. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Ja, Mai. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Ist doch hier zumindest schon mal. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Vielleicht können wir ja... Hake benutzen mit... Die eignet sich primär zum Laubhaken. Und weniger um feinmechanische Manipulationen zu verrichten. Ja. Vielleicht nimmst du ja die Nägel aus dem Regal, aber... Tja. Geh jetzt so raus. Die Nägel aus dem Regal willst du nicht nehmen, oder? Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Harvey nochmal ein paar Schrauben nehmen. Na komm, Edna. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was. Das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus.
Ich will nicht mehr. Ja. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja. Hilfe. Es nimmt hier kein Ende. Mit bloßen Händen keine Chance. Ich stopp ich kurz im Strahl. Öl. Da kommt nichts mehr raus. Nein, die sind zu rein gar nicht. Frustrierter Zwergi. Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Wie denn, was denn, wo denn, wann denn? Tja, da komme ich auch langsam ans Ende meines kreativen Leistungsvermögens. Kuscheltier Harvey, hast du vielleicht was? Hast du eine Idee? Tja. Ich habe keinen Plan. Die rostigen Nägel wären uns, aber an das Glas kommen wir nicht ran. Das wollen wir uns. Sie will sie einfach nicht nehmen, da weigert sie sich strikt dagegen. Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Tja. Also, habe rufen. Da geht mir die Fantasie aus. Jetzt rausschrauben. Tja. Am Verzweifeln. Schlüssel doch Klinker. Wäre mein Ansatz. Hier Schlüssel noch vielleicht. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Schon genial. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Nee, das glaube ich nicht. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Glaube ich auch. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Genau. Keine Sorge, ich schaff das schon. Nee. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Garantiert nicht. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ja. Die Schrauben lösen. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Tja. Da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich google's dann mal. Bis zum nächsten Stream. Und ich beende das jetzt hier an dieser Stelle. Den Parts und den Stream und die Aufnahme. Und ja, es... Der Chat, Quatsch, nicht der Chat, der ist ziemlich inaktiv, der Chat. Den Livestream-Dauer, der Livestream sagt mir, wir sind jetzt bei 68 Minuten. Reicht doch, können wir jedes Mal, come on, die erste Aufnahmesession mal beenden. Lassen wir es an dieser Stelle.
Ich benutze eine Komplettlösung. Zwei greift nach Komplettlösungen. Tja. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Dann ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part oder im nächsten Livestream auf meinem Kanal. Bis dahin habt ihr einen wirklich sonnigen, schönen Tag. Und ja, man sieht sich. Ciao, ciao.